Ja, erneut will ich Mount & Blade spielen. Es gab gerade noch Einstellungsprobleme. Wir spielen Mount & Blade Warband. Ja, ist ein altes Spiel, da geht es um Krieg und so. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gespielt. Und wir sind jetzt hier bei der Charaktererstellung. Und ja, gucken uns mal durch. So, wir können spielen verarmter Adliger, Handelsreisender, Kriegsveteran, Jäger, Steppennomade, Dieb. Ja, ich finde Jäger interessant. Verarmter Adliger ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich nehme Handelsreisender. Ich weiß gar nicht, ob man hier handeln kann oder so. Oder ob man nur Krieg führt. Mal schauen, ihr wurdet als Sohn fahrender Händler geboren, die auf der Suche nach Gewinn ständig auf der Reise waren. Obwohl eure Eltern wohlhabender als manch andere waren und euch nach Kräften eine gute Bildung zukommen ließen, fandet ihr wenig Gelegenheit, unterwegs Freunde zu finden und lebtet meist für die Momente, in denen ihr jemand etwas veräußern konntet. Okay. Sobald ihr sprechen und laufen konntet, begannt ihr die Welt zu erlernen. Ihr verbrachtet eure frühe Jahre als Page am Hof eines Adligen, Lehrling eines Handwerkers, Ladenverkäufer, Gassenkind, Steppenkind. Ja, okay, ich dachte. Ich glaube, Lehrling eines Handwerkers. Ich glaube, ich nehme Lehrling eines Handwerkers. Als Junge, gerade den Kinderschuhen entwachsen, gingt ihr bei einem örtlichen Handwerker in die Lehre. Nach Jahren harter Arbeit und Studierens unter eurem neuen Meister hob er euch in den Rang eines Gesellen und stellte euch als vollbezahlten Handwerker ein, für so lange ihr zu bleiben wünschet. Als junger Erwachsener wandelte sich euer Leben. Ihr wurdet ein Junker, ein Tobavo, was? Kenn ich nicht. Universitätsstudent. Fliegender Händler, Schmied, Wilderer. Troubadour? Ich weiß gar nicht. Leider weiß ich nicht, was das ist. Da kommt wieder die ungebildete. Naja. Deswegen fällt schon mal Universitätsstudent raus. Ich glaube, ja, fliegender Händler ist. Obwohl die Unterscheidung euch wenig bedeutet, wurdet ihr irgendwann Mann und die ganze Welt schien sich um euch herum zu ändern. Ihr antwortet dem Ruf der Straße, reiset von Dorf zu Dorf und kauft und verkauft, was ihr nur konntet. Es war kein Leben im Wohlstand, aber ihr wurdet ein Meister des Falschens und selbst die missgünstigsten Alten gaben euch noch gute Preise. Und ihr wusstet, bald schon würdet ihr in der Position sein, euer eigenes Handelsimperium aufzubauen. Also ein bisschen größenwahnsinnig, aber von mir aus. Aber schon bald änderte sich alles und ihr beschlosst es, auf eigene Faust als Abenteurer zu versuchen. Der Grund für diese Entscheidung war Rache, ganz klar Rache. Der Verlust eines geliebten Menschen, Wanderlust, Hinauswurf aus dem eigenen Heim, Verlangen nach Geld und Macht. Okay. Rache, was kann denn passiert sein, dass ich sage, ich muss mich rächen? Jemand hat mich übers Ohr gehauen. Und ich habe ihnen einen zu großen Rabatt gegeben. Verlust eines geliebten Menschen, ja, weiß ja nicht. Mein Meister ist vielleicht gestorben, Wanderlust. Na, wenn ich ein fliegender Händler bin, dann reise ich ja an sich schon viel rum. Und hinaus auf der eigenen Heim ist ja dann, wenn ich viel rumreise. Verlangen nach Geld und Macht macht für mich schon eher Sinn als Händler. Oder? Ich nehme Rache. Nur ihr wisst genau, was euch dazu brachtet, euer altes Leben aufzugeben und ein Abenteurer zu werden. Doch mit all der
heiß flammenden Wut in eurem Herzen war es keine schwierige Entscheidung. Es verlangt euch nach Rache. Es verlangt euch nach Gerechtigkeit. Das euch Angetane kann nicht ungeschehen gemacht werden und diese Schulden können nur mit Blut vergossen werden. Ja, das finde ich gut. Immer schön drauf. So, werdet ein Abenteuer und begibt bla bla bla. Na dann mal los. Wie soll das Spiel gespeichert werden? Okay. Realistisch. Kein Abbruch ohne Speichern. Mhm. Lasst mich ohne Speichern abbrechen. Pff, ja, ich nehme das realistisch. Gebt nun euren Namen ein und verteilt eure Punkte für Attribute, Fähigkeiten und Waffen. Ihr könnt verschiedene Elemente auf dem Bildschirm anklicken, um zu sehen, wie ihr euer Charakter beeinflusst. Okay. Und komplette Überforderung. Okay, hier der erstmal der Name. Wie heißen wir denn? Willbald. Willbald. Handeln. So. Das hier ist die Stufe, Gesundheit, Erfahrung, okay, nächste, bla bla bla, Fertigkeiten. Eisensparte. Okay, es sind Fertigkeiten. Achso, hier sind Eigenschaften. 4 Attribute. Stärke. So, das ist ja eigentlich wahrscheinlich wie bei allen Spielen so. Wendigkeit ist so Geschicklichkeit. Intelligenz. Und Charisma. Okay. Jeder Punkt erhöht eure Truppengrößenbeschränkung um 1. Die folgenden Fähigkeiten können nicht über ein Drittel des Charisma-Werts hinaus entwickeln. Werden Gefangenenverwaltung, Anführerschaft, Handeln. Okay. Das ist ja, Intelligenz. Jeder zusätzliche Intelligenzpunkt gewährt zu sofort einen zusätzlichen Fertigkeitspunkt. Die folgenden Fertigkeiten können nicht über ein Drittel der bla bla bla. Okay. Okay, ich dachte, man kommt hier gleich ins Spiel rein. Hier ist jetzt hier komplett. Also ich für, als Händler denke ich mal, ist Charisma wichtig. So. Intelligenz. Da ich hier Fertigkeitspunkte kriege, mache ich auch Intelligenz rein. Oder? Oh, kann ich das nicht zurückmachen? Doch, Änderung zurückzetten. Okay, alles klar. Mich verwirrt, warum das hier. Okay. Also Handel, ballern wir mal hier hoch. Wieso geht das nicht? Handel? Hast du nicht genug Charisma? Na gut, dann nochmal hier zurück, wa? Geht immer noch nicht. Okay. So, das sind hier alles so Kriegssachen, ne? Ich würde gern eigentlich nicht kämpfen. Anführerschaft, jeder Punkt erhöht die Maximalzahl der Soldaten, die ihr befehligen könnt, um 5. Aha. Also, ich gehe davon aus, man läuft mit mehreren Leuten rum. Dann ballern wir das mal auch hoch. Gefangenenhandhabung. Die Stufe dieser Fähigkeit erhöht die Maximalzahl der Gefangenen um 5. Die Frage ist, machen wir Gefangene? Überzeugungskraft klingt ja gut. Ja, das finde ich gut. Das möchte ich hochhaben. Das ist für Intelligenz.
Also dafür braucht man Intelligenz, okay. Konstrukteur. Hilft euch beim Bau von Belagerungsmaschinen. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht. Erste Hilfe. 5% von den verlorenen Trefferpunkte wieder. Oh, das finde ich... Finde ich eigentlich wichtig. Aber wir wollen ja nicht kämpfen. Chirurgie? Verwundet das... Nein. Wundbehandlung. Die Heilungsgeschwindigkeit des Trupps wird um 20% erhöht. Pro Fertigkeitsstufe. Aber vielleicht... Inventarverwalt... Ja? Okay, mir wird gerade gesagt, man muss eigentlich kämpfen im Spiel. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen, wir sind ja schließlich Händler. Und wir wurschteln uns schon da raus. Man kann sich nicht was skillen bei dem Spiel, alle Punkte sind gleich wert. So, Inventarverwaltung. Erhöht das Aufnehmenvermögen des Inventars um 6 pro Fertigkeit. Na, das ist wichtig, weil als Händler brauche ich viele Items. Auch Intelligenz. Intelligenz scheint ein wichtiger Wert für uns zu sein. Aufklärung. Die Sichtweite des Trupps wird uns nehmen. Okay, lass mich kurz. Sichtweite. Na, ich muss ja meine potenziellen Käufer. Die muss ich ja sehen können. Da machen wir mal einen Punkt rein. Wegfindung. Die Kartengeschwindigkeit des Trupps wird um 3% pro blaue Fertigkeit erhöht. Weiß ich nicht. Taktik. Kampfbeginnsvorteil, okay. Also mir wurde gesagt, man kommt ganz gut rein ins Spiel und das ist selbsterklärend. Aber ja, okay. Spurensuche. Spuren werden informativer. Hm. Ausbilder, jeder Tag verleiht. Jeder Held mit dieser Fähigkeit an den Drogen die ein bisschen Erfahrung. Oh, Erfahrung, das ist wichtig. Das möchte ich haben. Geil. So, diese Fähigkeit hört die Menge des erhaltenen Plünderguts. Oh, Plünder, das brauche ich auch. Boah, geil. So, jetzt müssen wir mal kurz mal gucken, ob, so. Bogenschütz, Bogen, bla. Vielleicht, Reiten. Kann ich? Ach doch, 3 habe ich bei Reiten. Okay. Athletik. Mit Laufgeschwindigkeit habe ich 0. Schade. Schild. 0. Waffenmeister. Bogenzugkraft. Okay. Das ist. Also die oberen Sachen sind erstmal alles Quatsch. So. Dann haben wir hier. Ja, Waffenpunkte haben wir auch. Okay, jetzt geht's hier. Okay, ich bin Händler. Was kann ich denn? Waffen. Von Wurfwaffen wie Wurfspeere, Wurfpfeile, Steinen etc. Na, das klingt für mich nach einem Händler, der eigentlich ganz hinten steht und mit Steinen wirft. Stumpfe Waffen. Okay. Ich habe schon, anscheinend habe ich schon Stangenwaffen ganz gut und Zweihandwaffen. Das kann man nämlich als Händler. Ach stimmt, ich war ja auch, was war ich, Geselle oder so bei irgendeinem Handwerker. Wahrscheinlich kann ich das deswegen so gut. Aber mir scheint Werfen als der Weg, den man geht. Okay, dann haben wir schon mal den ersten Schritt gewagt. Tutorial ändert das Gesicht eures Charakters mit dem Schaltflächen und den Schieberegler zum Drehen. Okay. Na, der sieht mir doch wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Haut? Bart? Boah.
Okay. Schön Schnurrbart. Oh, wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Oh nein! Scheiße. So. Dieser eine Schnurrbart, den fand ich gut. Den hier. Der ist nice. Ja, das ist es doch. Alter? Okay, Alter. Nee, ich bin noch nicht so alt. Machen wir mal so. Haarfarbe? Also Bartfarbe? Machen wir mal so. Okay. Gefallen mir alle nicht so. Lassen das hier. Achso, man kann hier auch noch krasser reingehen. Das lassen wir einfach mal. So. Ihr hört von Calradia, einem Land zerrissen von Machtkampf zwischen rivalisierenden Königreichen, ein Paradies für Ritter und Söldner, Schurken und Abenteurer, alle auf der Suche nach Reichtum, Macht oder Ruhm. Ihr glaubt, in diesem Land großer Gefahren und noch größere Gelegenheiten, eure Vergangenheit hinter euch zu lassen und ein neues Leben beginnen zu können. In diesem Moment, auf einer Anhöhe über einem fernen Übungsplatz, habt ihr endlich das Gefühl, den Schlüssel zu eurem Schicksal in euren Händen zu halten, freie Entscheidungen treffen zu können und das großartige Abenteuer auf euch warten. Ganz gleich, welchen Weg ihr einschlagt, inspiriert von den Geschichten, die ihr über Calradia gehört habt. Okay. Schließt euch einer Karawane nach Praven im Sadel an. Schließt ihr euch einer Karawane nach Ravidin im Vergierkönigreich an. Schließt ihr euch einer Karawane nach Tulga im. Okay. Steigt ihr ein Schiff? Auch ein Schiff. Oder nach. Sultan. Okay, ich habe keine Ahnung. Was soll man denn da jetzt nehmen? Okay, Karawane. Also drei Karawanen. Ne, vier Karawanen und zwei Schiffe. So, was. Also ich bin schon mal für eine Karawane. Schiffen, das klingt mir so piratenmäßig. Und Piraten sind langweilig. Ja, jetzt kann man eigentlich würfeln, ne? Ich nehme Swadisches Königreich. Oder? Ja gut, ich komme eh nicht mehr zurück, ne? Nee. Ihr kamt mit einer Karawane durch das Herzland, grüne Keime von Weizen, Gerste und Hafer beginnen durch die dunkle Erbe des Hügellandschaftens zu sprießen und auf den niederen Hängen des schneebedeckten Berge konntet ihr Herden und Kühen und Schafen ausmachen, die sich am frischen Frühlingsgras labten. Gelegentlich bekamt ihr auch eins der großen Kriegspferde zu Gesicht, die der Stolz des swadischen Adels sind. Das Land hier ist reich, doch auch in Unruhe, wovon der ein oder andere ausgebrannte Bauernhof zeugt. Ihr haltet großen Abstand zu den Wäldern, in denen verzweifelte Männer Zuflucht gesucht haben. Als ihr an den Hügel kam, erklimmt und den großen Hafen von Praven seht, Praven seht, dessen Dächer von den letzten Sonnenstrahlen in glühenden Glanz getaucht werden, macht sich Erleichterung in euch breit. Okay. Als ihr die Schenke in Praven findet, seid ihr bereits sehr erschöpft und schlaft schnell ein.
Voller Tatendrang erwacht ihr, aber schon ein Anbruch der Dämmerung unterforscht eure Umgebung. Ihr zieht durch die Straßen, die verlassen erscheinen. Plötzlich hört ihr ein Geräusch, das euch das Blut in den Adern gefrieren lässt. Das Schaben einer Klinge, das aus ihrer Scheide gezogen wird. Leider. Oh, okay. Was? Okay. Achso, ich höre es nur. Ich dachte, ich werde gleich angegriffen. So, das ist mein Charakter. Finde ich schon mal sehr nice. Ich bin, es steuert sich ein bisschen träge. Das finde ich ganz gut. Oh Gott, kommt da schon jemand? Okay, Leute. Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Steuerung, ja. Das ist klar. Springen, Aktion, angreifen, linke Maustaste, verteidigen, rechte Maustaste, treten, E. Also treten sind dann schmutzige Tricks wahrscheinlich. Waffenmodus wechseln. Gegenstand ausrüsten. Schwierigkeit kann man noch anpassen. Wo ist die Schwierigkeit? Schwierigkeit 22% steht hier. Gefechtsgröße. Bei Schaden. Spielerschaden. Achso. Leicht, normal. Ja, normal. Ja, normal. Okay. Kampf-KI. Okay. Blockrichtung kontrollieren automatisch. Ja, ich sehe schon, das wird hier eine schnelle Runde. So, Steuerung war treten. Gibt es hier sowas wie schmutzige Tricks? Nee. Fertig. Aber ist das jetzt hier, der will kämpfen, oder was? Oder ist das ein Typ, der dir sagt Hallo? Okay, er sagt nicht Hallo, ja? Oh, holy shit! Gut. Das lief schon mal sehr gut. Ihr wurdet niedergeschlagen, bevor ihr das Bewusstsein verliert, hört ihr Schreie und Schritte, ihr wacht in einem Haus auf, schwach, doch am Leben. Okay. Jetzt, das war vielleicht auch der Typ, an dem ich dann Rache nehme. Ja. Kann man hier klauen? Also, ich meine, handeln. Händler von Braven. Reden. Wie redet man? Oh Gott. Nicht hauen. Der dritte ist ja geil. So, wie redet man mit Leuten? Aktion F ist wahrscheinlich F. Händler von Braven, das ist auch ein schöner Name. Ich heiße Händler von Braven. Oh, was ist denn hier alles? Klickt hier, um Anerkennung zu sehen. Okay. Ja, ich merke schon, das ist ein Spiel, da kommt man sehr schnell rein. Ah, ihr seid wach. Gut zu sehen, dass ihr noch laufen könnt. Ihr könnt von Glück sagen, dass wir des Weges kamen. Ich unterhielt mich mit der Wache, als wir Kampfeslärm hörten und sofort an den Ort des Geschehens eilten. Wir konnten zwar nicht verhindern, dass man euch niederschlug, aber wenigstens hat man euch nicht die Gurgel aufgeschlitzt. Nun, vielleicht könnt ihr mir helfen. Okay, drück linke Mausklasse, alles klar. Wir hatten schon immer Brigaden in den Hügeln, die durch Krieg, Schulden oder Liebe zur Gewalt diesen Lebensstil wählten. In letzter Zeit sind sie aber frecher geworden. Sie verlassen ihre Lager in der Wildnis und trauen sich in die Stadt, wo sie nach leichter Beute suchen. Der Wachhauptmann sagt, das kommt durch die Kämpfe an allen Fronten. Es sind weniger Männer da, die ein Auge auf die Straße haben können.
Aber ich bin nicht so sicher, was ich davon halten soll. Mir scheint die logischste Erklärung zu sein, dass diese Banditen einen Verbündeten innerhalb der Mauern haben, der ihnen hilft, sich unentdeckt Zugang zu verschaffen und ihnen bei der Identifizierung besonders lohnender Ziele zur Hand geht. Letzte Woche haben sie meine Brüder entführt. Okay. Also bin ich ein gutes, lohnendes Ziel, weil ich Händler bin? Oder, also passiert das immer, wenn man spielt? Ist das immer der gleiche Start oder ist das immer unterschiedlich? So, ich weiß nicht, was mein Bruder sich dabei dachte, ein Junge aus prominentem Hause, in Zeiten wie diesen nach Anbruch der Dunkelheit allein auf der Straße. Nun, ihr wart auch so naiv, aber ihr seid fremd hier und wusstet nicht, wie schlimm es hier mittlerweile zugeht. Er hatte... Okay, ist immer der gleiche Start und ich soll mich nicht verwirren lassen. Gut, aber ich finde so der Start, also das wirkt schon sehr händlermäßig. Na gut, ich glaube, die meisten gewinnen wahrscheinlich. Und nicht so wie ich, der jetzt nicht auf Kampf geskillt hat. Aber ja, er hatte keine solche Ausrede. Aber gehört zur Familie. Was soll man also machen? Wenn man seine Familie nicht beschützt, beginnen die Leute zu denken, man könne auch seine Investitionen nicht schützen. Und das darf nicht sein. Also, und das darf nicht sein, zweifelsohne wird die Bande sich bald wegen Lösegeld melden. Aber ich habe keine Absicht, es zu zahlen. Also möchtest du deinen Bruder tot sehen. Na gut. Ich bin interessiert... Achso. Hier ist also mein Vorschlag. Ihr seht aus wie jemand, dessen Klinge so einiges gesehen hat. Und noch wichtiger, ihr seid bestimmt ehrgeizig, sonst würdet ihr nicht in Caradon euer Glück suchen. Also erstmal, ich bin Händler, ich habe kaum irgendwie gekämpft, aber ich finde gut, dass ich so aussehe, als wäre ich jemand, der gut kämpfen kann. Ich möchte, dass ihr das Folgende für mich tut. Schart einen kleinen Trupp zusammen, findet diese Banditen in ihrem Lager, erteilt ihnen eine Lektion, also wir sagen, wir werden wahrscheinlich Sanktionen gegen sie verrichten, sodass sie dann gezwungen sind, oder was heißt Lektion? Okay, holt meinen Bruder zurück, schade, bekommt ihr den Dank ein bisschen selber. Vor allem, ich bekomme ewigen Dank und ein bisschen selber. Das ist sehr lieb. Ich hätte gern ein ewiges Silber und ein bisschen Dank. So, jetzt ist die Frage, ich bin interessiert, ich bin nicht interessiert und habe Wichtigeres zu tun. Die Frage ist, was habe ich denn Wichtiges zu tun? Also ich muss ja Rache nehmen an jemanden. Das Problem ist, ich wurde von jemandem niedergeknüppelt. Und ich scheine ein sehr rachsüchtiger Mensch zu sein. Von daher bin ich interessiert. Okay, ich erhalte wahrscheinlich Geld. Und kann dann Männer rekrutieren. Ihr werdet dies aber nicht alleine tun können, wenn ihr versucht, eine ganze Bande eigenhändig aufzunehmen. Ich will die gar nicht. Okay. Ihr solltet zuerst einen Trupp freiwillig aufheben, bla bla bla. Paar Bengel. Ja, okay. Okay. Habe ich gerade geredet? Okay. Okay, ich habe eine Quest angenommen. Mit Q kann ich da mal ein bisschen gucken. 5 Männer rekrutieren. Was ist das für eine Sprache? Latein. Gut, dann wo ist mein Inventar? Ich sehe nicht aus wie ein... Habe ich Steine zum Werfen? Okay. Ja. Aber Sachen, mit denen ich interagieren kann, werden mir sicherlich angezeigt. Nehme ich mal an.
Also hier kann man schon mal nichts klauen, also handeln. Okay, also hier steht, drücke Tab zum sofortigen Verlassen. Okay, aber kann ich noch anders verlassen? Den Ort. Oder muss ich Tab drücken? Wie komme ich denn hier raus? Holy shit, okay, okay, alles klar. Was ist das? Plünderer. Charakter. Okay. Lager. Okay. Berichte. Boah, Leute, ich dachte, das ist ein einfacher Einstieg. Ich raff hier überhaupt gar nichts. So, also hier war ich ja gerade im Praven. Geht zur Burg, unternehmt Spaziergang, besucht Schenke, betretet die Arena, geht zum Marktplatz, wartet hier eine Weile. Also die Frage ist, wo kriege ich denn jetzt hier Leute her? In der Arena vielleicht? Oder Marktplatz, da sind ja eher meine Freunde. Hä? Du darfst dich nicht so überfordern lassen. Du musst nichts machen, kannst alles machen. Okay. Und mach mal beim Turnier mit, das macht Spaß. Okay, ich soll mich nicht überfordern lassen und... ja. So, also hier kann man handeln. Gutachtet die lokalen Preise. Nee, das ist hier alles Quatsch, Leute. So, mir wurde gesagt, ich soll beim Turnier mitmachen. Aber das ist doch eine Falle. Da muss man doch kämpfen. Okay, ihr seid auf Rang 1 des Turniers und 64 Teilnehmer. Holy shit. Okay. Okay, mit zwei Kämpfern. Boah, wenn ich gut kämpfe, ist der bestimmt dann in meinem, also in meinem Trupp. So, Teilnehmer einsehen. Elitisch. Veteran. Na klar. Platziert eine Wette auf euch selbst. So. Also wetten ist, glaube ich, schon mal Quatsch. Ich würde lieber auf andere Leute wetten, damit ich dann mehr Geld kriege. So, ich kämpfe einmal mal. Okay. Aber mein Dude hat jetzt schon, also der eine ist jetzt schon. Hau rauf! Linke Maustaste! Mach! Sag mal. Hau! Ich muss nur Geschwindigkeit kriegen, wird mir gesagt. Ein ganz einfaches Spiel, wo man schnell reinkommt. Ist der andere jetzt eigentlich schon tot? BAM! Ich war gerade zu langsam. Hau ab! Okay, jetzt reiten wir die ganze Zeit im Kreis. Ey, wenn ich noch schneller bin, dann mache ich dich fertig. Was ist das? Bam! Geschwindigkeitsbonus. Hat mein Pferd schon gekriegt? Sag mal, ist doch nicht jetzt hier wahr? Wie soll ich denn... Oh, oh! Easy. Geil!
Mein Kumpel hat alles gemacht. Der Sieg ist euer. Ihr habt diesen Nahkampf gewonnen. Mist, ihr habt diesen Nahkampf gewonnen. Ihr seid auf 2. Okay. Ich glaube, ich platziere mal ein bisschen Geld auf. Okay. Ab zur nächsten Runde. Die mache ich fertig. Bam! Ach, jetzt bin ich. Oh Gott. Okay, jetzt ist natürlich. Was ist denn das? Wer kommt her? Der Penner. Boah! Bam! Gut, das hat niemand jetzt kommen sehen, ne? Aber es sind auch schon zwei, jetzt die zweite Runde, ne? Es war unglücklich, dass mein. Okay. Gut. Ich dachte, mein Buddy kommt dann zu mir. Aber. So. Lass mal zur Arena gehen. Aber ich will nicht kämpfen, ich will Leute rekrutieren. Hallo. Guten Tag, Freund. Turniermeister. Der hat auch einen schönen Schnurrbart. Okay, Turnier ansehen. Kommt ihr vergebens? Hier wird einige Zeit gelangen. Bla bla bla. Okay, Turniere. Also, hier halten sich Turniere ab, ja? Ja. Bla bla bla. Wie auch immer. Okay. Duell. Okay. Bestimmten anderen Ausnahmen, aber vor allem in der Schenke und in der Dörfer. Gibt es eine Belohnung? Okay, also in der Schenke kann man und in Dörfern kann man. Kann man Leute rekrutieren. Also ab zur Schenke. Kann ich einen Händler auch rekrutieren? Seid gegrüßt. Hi. Okay, geil, der singt Lieder. Also er schreibt sie zumindest. Geil. So einen geilen Barden hätte ich schon gerne. Was ist die Aufgabe von euch Dichtern und Musikern? Okay, das hast du gerade schon gesagt. Ja, jetzt quatsch mich hier nicht voll. Nein, weg. Leb wohl. So, hatte ich den nicht schon? Das ist doch mein Buddy hier. Jedenfalls sieht er genauso aus. Was bist du? Holy shit. Wie viel Geld habe ich denn? Okay. Ich bin verloren. Verloren! Okay, ich habe unsäglichste aller Sünden begangen, mein Herr. Und zu meiner großen Schande muss ich euch als meinen Bekenner erküren. Okay, wenn ihr mich anhören wollt.
Ich war ein Kavalleriehauptmann im Dienste des Fürsten von Brava, mein Bruder diente, bla bla bla. Und dieselbe Frau verliebt, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Da hast du dich mit deinem Bruder gestritten. Ja, ach, jetzt schiebt man's auf den Alkohol, ich hatte zu viel getrunken. Er schlug mich mit seinem Nacho und ich spießte ihn mit meinem Schwert auf. Mein eigenen Bruder. Okay. Okay, und jetzt? Ich glaube, das gibt nur für einen Mann wie mich. Ah, okay. Ihr könntet euch uns anschließen. Also, es gibt mich und noch meinen großen Rucksack. Die Frage ist, möchte ich jemanden, der seinen eigenen Bruder umgebracht hat und anscheinend ein Säufer ist? Na gut, die Frage ist, wenn man ihnen nichts gibt, dann trinkt er ja nur noch mehr Alkohol und badet noch mehr im Selbstmitleid. Gottes Willen. Was bist du, hä? Was bist du? Ja, ich brauche ja Leute, von daher. Ich hoffe mal, dass der mich nicht umbringt. Und ich führe ihn ja aus der Dunkelheit. So, ich bin in den Kriegskunden recht versiert. Doch bitte, mein Herr, ich wünsche meine Fähigkeit zur Verteidigung der Unschuldigen und den Schutzlosen einzusetzen. Den Unschuldigen, genau. Oder willst du nur... Naja. Okay. Packt eure Sachen zusammen, wir nehmen... Okay. Gut. Nice. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Säufer. Wo sehe... Okay. Kann man Steine kaufen? Wo... Hier. Ach so. So, dann haben wir schon mal. Na? Gibt es irgendwie so ein Truppenmenü, dass ich das mir angucken kann? Gruppe 1? Nee. Ach, wahrscheinlich nur draußen auf der Weltkarte. Vielleicht. Borscha. Hallo Eisen, ihr seid nicht zufällig auf der Suche nach einem Fährtenleser. Bist du vertrauenswürdig? Ist dieses Gesicht vertrauenswürdig? Was ist so dringlich? Nun. Mein Herr, es ist eine lange Geschichte. Na, das freut mich ja. Ich war in einem Missverständnis hier in Prager um ein Pferd verwickelt, das ich vor der Herberge angebunden fand. Der Gau war das Spiegelbild des Tiers, das mich wenige Tage zuvor abgeworfen und das Weide gesucht hatte. Natürlich band ich ihn los, um mir ein genaues Bild zu verschaffen. Stellte sich heraus, dass der Klappler einen Kaufmann gehörte, einen krähengesichtigen alten Bock. Okay, du siehst eigentlich krähengesichtig aus, aber... der um nichts in der Welt akzeptieren wollte, dass alles ein einfaches Missverständnis war und stattdessen die Stachel habe. Okay. Aber ich Mitglied, bla 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 bla. Ja, genau. Woher soll ich wissen, dass es kein Missverständnis ist? Und du siehst selber aus wie... Na gut, zur Not hätten wir halt jemanden, der dich gleich aufspießt, wenn er genug Alkohol getrunken hat. Von daher... bin ich da, glaube ich, safe. Vielleicht, dass ihr es selbst überdenken würdet. Okay. Ich bin zu meiner Zeit so manche Meile raus Gelände durchschritten, oft in beträchtlicher Eile. Ich bin ein guter Pferdleser und habe ein Auge fürs Terrain.
Also was sagt ihr? Fährtenleser ist schon wichtig, klar. Die Frage, erkennst du potenzielle Kunden, mit denen man handeln kann? Also nützlich bist du auf alle Fälle. Gleichgültig. Holy shit. Ich würde euch sehr nützlich sein, mein Herr. Darauf könnt ihr euer Ross verwetten. Nur noch eine Sache, bevor wir losziehen, würdet ihr mir wohl. Holy shit! Ich schäme mich jetzt zu sagen, aber ich habe hier Schulden. Was sind das hier alles für Leute? Ich bin Händler, ich kann doch nicht. Okay. Okay. Dann haben wir schon mal zwei Dudes und fast gar kein Geld mehr. Alles klar. Hallo? 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 Gut, ich glaube, hier ist nichts mehr. Was ist ein Spaziergang durch die Straßen? Ach so, okay. Hier kann man doch bestimmt. Oh, der sieht sehr zufällig. Waffenmeister. Nee, ich habe eh kein Geld. Muss man eigentlich essen? Gibt es hier sowas wie Hunger? Nee. Wegwerfen. Sind es eigentlich schon Sachen, die ich verkaufen kann oder braucht man die für was anderes? Auf Truppenmoral 4. Ich würde sagen, wir ziehen mal ein bisschen rum. Hier, weg, aus, verlassen. Okay, wir haben jetzt eine 3, das sind halt wie viele Truppen wir haben. Das sind 10, das ist Quatsch. Mach mal hier 3 gegen 3. Ergib dich oder stirb. Okay. Und handeln kann man nicht. Nichts, wir werden euch in Frieden lassen. Okay. Oh. Okay, 3 gegen 3, ja. Greift den Feind an. Okay. Okay, ach, ich bin der Einzige, der ein Pferd hat. Da hinten sind die. Frage ist, habe ich eine Lanze? Boah, geil, jetzt die werden umgewämst. Bam! Alarm. Ich hab Schaden gekriegt. Seid ihr bescheuert? Ich bin übelst reingewämst. Boah, jetzt. Der kriegt richtig geil. Sag mal, sind die unsterblich oder was? Für den Handel! Plünderer getötet. Geil! Achso, ich hab den nicht mehr getötet. Die jetzt noch plündern? Wie kann ich mein Pferd für während des Gefechts? Okay.
Okay, anscheinend. Okay, eure Verluste, verwundet. Okay, einer verwundet, drei getötet, ja. Achso, und das ist jetzt interessant. Fordert Stärke 8. Mhm. Steine, das ist mir wichtig. Steine, die kann man werfen. Ich nehme das einfach mal alles. Was stand da gerade? Kann nicht zum Bloggen verwendet werden. Okay. Wie kam ich denn Kark-Trupp? Kann ich denen Sachen geben? Charaktere? Okay. Inventar. Okay, ich kann meine... Und wie rede ich mit denen? Ach, hier reden. Okay. So, lasst mich eure Ausrüstung sehen. Okay. So. Ach, du hast nichts in der Hand. Kriegst du das? Achso, doch, du hast ein Schwert in der Hand. Hab ich doch gesehen. So, 14 Beinschutz. Und das ist gar nichts. Okay. 21 Körperpanzerung. 6 Beinschutz. Das ist jetzt die Frage, ne? Beinschutz? Wie viel Beinschutz hast du? Okay. Dann gebe ich dir mal auch die Armbrust. Und die Pfeile. Jo, das macht doch Sinn. Vergesst es. Ausrüstung. 24, okay. Kriegst du noch ein Messer? Ja, viel mehr. Achso. Ja, ne? Ja, dann lief doch der erste Kampf schon mal ganz gut. Marcel, guck mal in den Chat, Johann hat geschrieben. Ist der Chat noch offen, ja? Oder? Ja, Firentes. Marcel, bist du blind? Was meinst du denn mit Firentes? Habe ich den falsch ausgesprochen? Oder was? Guck in den Shadowflaume, ja, okay. Entschuldigung. Wie, was meine ich? Jetzt bin ich wieder schuld, oder was? Ja, okay, ich bin der Streamer, ja, das mag sein, aber... Es ist ja niemand im Chat immer. So, vergesst es. Ich muss hier auch spielen, ich habe hier auch ein bisschen Verantwortung. So. Ah!
Da sind 10 Leute, die schaffe ich nicht. Hier rein, hier in Asgard. Das Dorf Asgard scheint zu gediegen in den Feldern und bla bla bla. Ja, okay. Die Befürchtung ist euch gegenüber gleichgültig. Naja, das bin ich eigentlich auch immer. So, rekrutiert Freiwillige. Ja, wenn das so einfach geht. Okay, 7, dann. Okay. Aber was heißt das? Aber die sind schon richtig billig, ne? Die nehme ich. Geil. So, haben die jetzt auch so einen Namen und sowas? Ach nee, die sind so. Ach so, das ist so. Aha. Ach so, die kann ich jetzt nicht ausrüsten, oder was? Ja, gut. Also das sind dann so normale Dudes. Die Frage ist, schön die Leute von ihren Familien holen. Naja, wenn sie Geld brauchen, ich gebe denen ja Geld und eine Perspektive, im Kampf zu sterben. Los, jetzt hier rein, hauen die ab. Der sieht ja aus wie ich. So, bereitet euch auf den Tod vor. Wieso habe ich 9 Soldaten? Ich denke, ich habe 10. Oder weil der eine verwundet ist. Ich greife die einfach an. Ich finde es auch gut, dass ich der Schwächste bin. Und schön hier. Ich denke, ich werde automatisch geheilt. Ach geil, jetzt kann ich mit Stein werfen. Bam! Holy shit, weg! Lauf! Ich bin bewusstlos! Scheiße. Ja, die Steintaktik ging nicht so gut auf, muss ich sagen. Okay, hier sind jetzt Leute gestorben. Das muss man so akzeptieren. Okay. Schade. Was ist denn jetzt los hier? Okay. Wie hält man nochmal? Automatisch. Wie viel Geld habe ich? 90. Ich habe das Gefühl, ich brauche noch mehr Leute, aber ich brauche irgendwie Geld. Ich glaube, ich verkaufe meine Stoffe und so. Hier, guckt mal. Leinen. Ja. Musst du in den Chat gucken. Wo ist mein Sohn? Der ist gestern losgerannt. Ja, es gibt manchmal gibt's Verluste auch, ne? Ja. Essen! Dann kann ich nicht kämpfen. Okay, wenn die Anzeige rot ist, kann ich nicht kämpfen. Wo ist denn... Achso, ihr werdet 400... Da steht's, ihr werdet 400... Okay, der hat 500 noch was.
Okay. Aber kriege ich... Okay. Wie kriege ich das dann jetzt? Zurückgeben? Oder ist das jetzt... Aber ich will es doch nicht zurückgeben. Okay. Also mein Gefühl ist, ich brauche mehr Leute und ich muss irgendwie die Leute heilen. Warte mal. Irgendwie, Jonathan hat mir gerade gesagt, ich muss essen. Ich habe hier Essen. So. Trupp. Ja? Achso, das bin ich, ja. Reden. Okay, Leute. So, okay, die Leute heilen automatisch. Du musst nur etwas Zeit vergehen lassen. Rumreiten. Okay. Aber wir halten fest, ich brauche mehr Leute, ne? Ich brauche mehr Leute. Ich reite rum. Und ich muss sie nicht automatisch füttern. Ich gehe mal hier hin. So, rekrutiert Freiwillige. Es hat eigentlich letztes Mal sehr gut geklappt. Feindliche Handlung vornehmen. Nee, Kaufbeute von den Bauern geht zum Dorfzentrum. Was haben die denn? Truppenmoral. Okay. Gut, aber dieses rekrutiert Freiwillige, das ist wieder der Quatsch. Ich will ja die richtig krassen Leute haben. Futter muss da sein, wo die Moral. Wenn die Leute einen Plus haben hinter sich, kannst du sie aufsteigen lassen, okay? Also die haben Plus. Ach, und das ist jetzt so ein... Ah, okay, das ist jetzt so ein... Ach nee. Gut. Okay, der ist jetzt besser, ja, okay, ich verstehe. Aha. Aber den kann ich... Ich kann nur diesen Leuten, die so einen geilen Namen haben, Ausrüstung geben. Hol die Freiwilligen, die werden zu krassen Leuten übers Aufsteigen. Okay. Na dann. Immer ran. Okay, jetzt steht hier 14, ja. Alles klar. Okay. Was passiert jetzt? Wird es nachts? Ich habe ja auch irgendwie die Quest war, ich soll hier 5 Männer rekrutieren. Okay, aber die 14 steht jetzt für die Männer, ne? Treffen mit jemandem. Boah, mit einem Graf. Geil. Kann ich dem was verkaufen? 14 hast du, 11 sind bereit zu kämpfen. Okay, weil die anderen verletzt sind. Alles klar. Kenne ich euch? Was ist das für eine Frage? Na klar. Ich heiße Wilbert Hanneln. Ich bin Graf, bla bla bla. Okay, ja. Ich bin kein Graf. Und jetzt? Ich sehe ganz anständig aus, das weiß ich. What is it? Wie man in Latein sagt. Ich würde gerne etwas mit euch privat besprechen, naja. Hab die Aufgabe, die ich erfüllen kann. Ein privates Gespräch. Ja, ich möchte euch etwas fragen. So, was hast du denn für eine Aufgabe? Ich muss Graf Clays, der sich momentan in
bla 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 aufhalten sollte, einen Brief schicken würde ihr, bla 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 bla. Als Postboten, obwohl, Postbote ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Innerhalb von 30 Tagen. Oh, scheiße. Da muss ich ja dann gleich los, wa? Die Frage ist, der sich momentan in die Rim aufhält. Scheiße. Okay, wir versuchen das einfach mal. So. Wo ist denn Drim, Leute? Drim, Drim, Drim. Okay. Das ist Drim. Und der könnte jetzt hier überall sein, oder was? Ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß. Graf Clay. Okay, dann wird er ja in irgendeiner Burg sein. Steht hier irgendwas, Clay? Clay, Clay, Clay? Nee. Wo bin ich nochmal? Hier oben, ne? Achso, das ist ja... Kann ich jetzt auch so reiten? Ja, geil. Hier ist eine Burg, ich gehe mal... Ach, hier ist auch eine Burg. Ich gehe mal zuerst zu der Burg. Lauft! Ah ja, jetzt sind schon 12 wieder gut drauf. Okay, Mann, der ist in der Stadt. Wie kann man denn nur so dumm sein? Norweger. Deswegen sind die auch nicht in der EU. Weil die am Leben vorbeilaufen. Er hat doch gesagt, er ist in Drim. Was für eine Stadt? Gibt es hier eine Stadt, die Drim heißt? Oder wie? Welche Stadt? Johann. Oh, was jetzt? Okay, er wohnt da. Ich will meine Familie nicht sehen. Da werde ich außerhalb der Mauern warten. Okay, ich wollte gar nicht in die Stadt gehen. Erzählt mir mehr. Schwierig, ich kann sagen, erzählt mir mehr oder... Wir haben keine Zeit dafür oder ich werde beleidigend. Drim ist die Stadt. So mit Gebäuden und Straßen, dies, das. Okay. Okay. Ich will aber nicht, dass... Wir haben keine Zeit, wir müssen den Brief abgeben. Aber ich laufe in die richtige Richtung, oder nicht? Ach so, hier, okay, jetzt habe ich jetzt, okay, ah ja, Saul, Hamdul, ja, ja, das wusste ich, habe ich doch gesagt, hier rein. Ja, das sah halt so aus, als wäre das hier das ganze Gebiet, Mann. Das kann ja auch mal jedem mal passieren. Wo bin ich denn jetzt eigentlich, bin ich das? Ja. Wow! Okay. Wochenbudget. Früher Reichtum 95, neuer Reichtum 570. Naja. Einfach durchgelaufen. Das Training ist für heute beendet. Erhalten Erfahrung. Okay, die trainieren automatisch. Heute Straßen einfach so verschiedene Dinge. Dies, das. Ich wollte auch eigentlich nicht mehr so lange spielen, aber irgendwie hat das Spiel jetzt erst angefangen. Scheiße. Okay, wir machen die Quest hier noch. Geht zur Burg. Der ist wahrscheinlich in der Burg, ne? Lass mich mit Graf Clay sprechen. So. Huch, hab ich ihn gekickt. Kenne ich euch? Ich heiße Wilbald Handeln. Ja, ist mir egal, wer du bist. Ja, okay. Also nicht so egal. So. Ich bringe Botschaft von Graf Grimwald. Naja.
Was? Eure Beziehung mit Graf Grimwald ist von 0 auf 1 aufgestiegen. Graf Gleich ist von 0 auf 1. Okay. Wohlan, ihr habt gut getan, wird handeln, mir dies zu bringen. Nehmt meinen Siegel als Zeichen meines Verzeihens und grüßt. Ach, jetzt muss ich wieder zurück, oder was? Wenn ihr ihn seht. Okay. Habt ihr eine Aufgabe? Ich habe da eine Sache, bei der ich euch helfen könnte. Ein gewisser Schurke namens Rema der Rote bereitet mir Schwierigkeiten. Er hat einer meiner Männer ermordet und ist seitdem in Fluchtobrigkeit. Ich kann ihn in einer schändlichen Tat. Aha, aha. Okay. Da ich einen extrem guten Fährtenleser habe, sollte das eigentlich kein Problem sein. Die Frage ist. Ist das. Das ist keine Quest, ne? Mit diesem. Also, das ist eine Quest, klar. Aber. Mit diesen. Ich soll. Schöne Grüße. Ja. Ich gehe nochmal zu diesen. Hier, zu Pram. Ach so. Okay, die Grüßen-Quest habe ich schon abgeschlossen. Ich gehe jetzt wieder zu Braven und werde dann sagen, dass ich 5 Männer rekrutiert habe. Und dann werde ich mal schön den Banditen zeigen, wie man handelt. Macht es Sinn, unterwegs hier Leute zu verdröschen oder... Irgendwie bin ich jetzt doch ziemlich feindlich, ne? Also ziemlich kriegerisch unterwegs. Und was sagen eigentlich die unterschiedlichen Farben? Die sagen einfach nur aus, das sind unterschiedliche Königreiche. Also hat jetzt, die Farben haben jetzt nichts zu tun mit, die sind mir feindlich gesinnt oder die nicht. 105. Holy shit. Okay. Okay, Leute. So machen wir noch diese, guckt her, ich habe jetzt 5 Leute Quest und dann war's das für heute. Aber kann ich auch Sachen irgendwo billiger kaufen und woanders teurer verkaufen? Geht das auch? Kann man mir das mal sagen? Ach, scheiße, Mann. Warum kommt ihr nicht mit uns? Weil ich euch dafür bezahle, euch dieser Sache anzunehmen. Dies ist eine kurze Antwort. Die lange Antwort ist, dass ich keinen Bock hab. Okay. Na dann, dann mache ich das mal was. So. Natürlich weiß ich. Okay. Findet und besiegt eine Banditengruppe. Okay, das muss ja dann eine sein, die 5. In der 5. Oder ist es Räuberband? Die ist es doch. Die Schweine. Das sind die. Jetzt ran da. Nicht pausieren, ran. Was wollt ihr? Ich habe euch gesucht, sagt mir, wo ihr Gefangenschaft haltet und ich werde euch laufen lassen. Nur für wenn ihr die Lösung... Nein, aber Stahl, ja, jetzt hier Angriff. Fehlt eure Soldaten, ohne anzugreifen. Was heißt das denn? Achso, jetzt habe ich nicht mitgekämpft. Okay.
werde euch ein Leben lassen, aber im Gegenzug will ich euch Informationen. Entweder ihr oder Kumpels haben den Bruder eines prominenten Händlers. Prominenter Händler, der hat nicht mal einen Namen, der ist einfach nur Händler von Braven. Okay, jetzt kann ich hier aufsteigen, weil das habe ich natürlich. Das weiß man ja, wenn man das Spiel spielt. So. 0% heißt, der ist komplett im Arsch. Oder heißt. Was sind die Prozente? Gut. Fertig. Das wird hier schön rübergezogen. Ich brauche mehr Steine. Okay. Alles klar. Na, weiter. Weiter. Das ist doch das Versteck. Pausiert. Warum pausiert das immer? Muss man da... Warum macht es das? Ach, jetzt bin ich wieder zu dumm. Da rein! Jetzt bin ich wieder zu dumm. Findet das Berlin nahe, weil und befreit den Bruder des Zellers. Okay. Marcel? Ha? Du musst das Versteck nur einmal anklicken, ne? Und es pausiert immer, wenn du stehen bleibst quasi. Du musst einmal so, dass das angezeigt wird. Genau, eben, genau. Und jetzt einmal. Ist ganz einfach, das Spiel. Ihr nähert euch dem Versteck, die Plünderer scheinen euch noch nicht entdeckt zu haben und ihr konntet euch noch unbemerkt davonschleichen, aber ich will doch hinschleichen. Der schwierige Zugang zum Versteck durch einen eigenen Hohlweg wurde bedeuten, dass ihr nur eine Handvoll Soldaten und keine Pferde mitnehmen könnt. Schlug euer Angriff fehl, könnt die Plünder mit Leichtigkeit fliehen und euch, Sutter, möchtet ihr das Versteck angreifen oder auf eine andere Gelegenheit warten? Versteck angreifen. Natürlich angreifen. Geil. Los, Männers. Ich unterstütze euch mit Steinartillerie. Ich sehe die nicht mal. Wieso? Ach, da oben. Okay. Sehr gut, Männer. Bewusstlos geschlagen. Du Schwein, du willst ein Steinduell? Meiner, lass den in Ruhe, ich will den kaputt hauen. Holy shit! Was war das für ein Steinwurf? Das ist ja der Meistersteinwurfschütze. Bitte mal stehen. Geil.
Achso, das ist der Bruder. Okay. Fallen die Plünder nach dem anderen eurem entschlossenen Angriff zum Opfer? Okay, alles klar. Also Steine sind wichtig. Kann man alles gleich nehmen? Okay. Okay, jetzt sprechen wir nochmal mit dem Händler in Praven. Und dann war's das für heute. Und diese Neutralität und so scheint auch wichtig zu sein, also wie die Leute für einen oder gegen einen sind. So. Mann, ich drück immer den falschen Knopf. Nun, mein Bruder ist sicher zu Hause. Ich bin mir nicht sicher, was ich mit ihm anstellen soll. Vielleicht auf eine Universität außerhalb blablabla schicken. Dann könnte mich wenigstens niemand beschuldigen, wenn er in einer Straßenschlägerei auf eine blablabla. Okay. Okay. Ich bin froh, ja. Okay, noch mehr verdienen. Erinnert ihr euch daran, dass ich euch sagte, die Banditen hätten einen Verbündeten innerhalb der Mauern? Ich glaube, ich weiß jetzt, wer das ist, ausgerechnet der Hauptmann der Wache. Nachdem er gesehen hatte, wie viel Profit wir Kaufleute mit den Grenzen machen, beschloss dieser Hauptmann, vor ein paar Monaten eine Karawane zu finanzieren. Das kann nicht wahr sein! Leider machte er sich wie viele andere Handelsnovizen nicht bewusst, dass große Profite mit großen Risiken verbunden sind. Er gab also sein ganzes Geld für teuerste Waren aus und natürlich wurde seine Karawane überall überfallen und ausgeraubt und er verlor alles. Ja, okay. Das passiert halt, wenn man, ne? So, schien der Hauptmann sich die Intelligenz. Aha. Deshalb tun nicht der Himmel. War ja. Ruin. Okay. Oh nee, ich will Schluss machen, nicht so viel lesen. Ja, ich mach das. Ja, okay. Ja, oh Gott. Okay. So, speichern und beenden. So Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es war für euch auch so angenehm und einfach reinzukommen in das Spiel, wer es noch nicht kannte. Und alle anderen spielen Probe, ne? Von daher, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und wir sehen uns. Tschüssikowski.